Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht heute einmal um die Musik, also um Musik, die man in den Videos verwenden kann. Und ich spreche jetzt nicht von gamerfreier Musik, die irgendwo bei irgendwelchen Software dabei ist und die meisten scheiße ist, jetzt ganz ehrlich gesagt, sondern ich spreche von den richtig guten Clips, von den guten Titeln, die man vielleicht sogar aus der Fernsehwerbung kennt oder bei den hochprofessionellen Präsentationen, die man so im Internet sieht. Ich zeige Ihnen das Portal, wo Sie das erwerben können. Zeige Ihnen auch ganz kurz, wie das aufgebaut ist, und wir wechseln jetzt gleich auf meinen Bildschirm, wo ich das direkt zeige, was dieses Portal ist und wie man damit umgeht. Bis gleich. Ja, nochmal herzlich willkommen. Und Sie sehen jetzt hier meinen Bildschirm und ich bin jetzt auf der Seite audiojungle.net. Also das ist die Seite, wo es diese vielfältige Musik gibt. Das ist echt klasse, denn hier findet man die Titel, die man, wie ich schon eingangs erwähnt habe, die richtig gut sind, die man teilweise kennt, die richtig gut produziert sind. Sie kennen ja sicher diese Schrottlieder, die zwar auch irgendwie ihren Zweck erfüllen, aber man erkennt sofort bei diesen Videos, die auf YouTube kursieren, die ich auch selber sehr viel benutzt habe, muss ich leider sagen, da hört man einfach raus, dass es nicht so wirklich das Wahre ist, dass das nicht, da hier nicht so diese Professionalität dahinter ist. Und hier auf diesem Portal, auf audiojungle.net, sind die richtig guten Songs. Und ja, natürlich ist das hier kostenpflichtig, man kann hier kostenlos einen Account einrichten, das habe ich gemacht, ich habe mir auch schon das ein oder andere gekauft und ja, man muss eben ein paar Dollar ausgeben und dann hat man aber dafür wirklich eine tolle Musik. Wenn Sie jetzt meine Tutorials von der Videosoftware Explaindio gesehen haben, das ist eine Musik von Audio Jungle. Ich zeige Ihnen dann auch noch, wie diese heißt, denn die hört man des Öfteren und mir hat die so ins Ohr, mir ist die so ins Ohr gegangen, die wollte ich auch unbedingt für meine Videos nutzen. Aber jetzt mal genug geredet, das hier ist die Seite, man sieht, da sind über 212.000 solche Musiktitel verfügbar, die man kaufen kann und dann benutzen kann in seinen YouTube-Videos oder auch für etwas anderes. Man kann hier nach allem suchen. Die populären Files, dann alles Mögliche von den Top-Autoren. Da schlage ich vor, Sie hören hier einfach mal durch. Dann kann man hier die verschiedenen Musikrichtungen auswählen. Dann gibt es diese Musikpacks, dann gibt es Soundeffekte. Also ist wirklich alles, was man sich wünscht, ein ganz, ganz klasse Portal. Die Songs hier gibt es teilweise ab einen Dollar, muss ich da aber dazu sagen, da habe ich nicht etwas sehr Gutes gefunden. Die meisten kosten so zwischen 15 und 20 Dollar, wenn man es für YouTube nutzen möchte. Und ich zeige Ihnen jetzt auch noch, wie das aussieht, wenn man so etwas erworben hat. Wenn ich jetzt hier auf meinen Account hier gehe, da auf die Downloads, dann habe ich hier dieses Corporate Summer, das ist dieser Song von, hoppla, downloaden will ich es jetzt nicht nochmal. Das ist dieser Song von vom Explaindio, wie Sie den gehört haben, von meinen Tutorials. Da klicke ich jetzt mal drauf. Sie sehen, da ist jetzt hier dann gleich die Vorschau. Und der Unterschied zwischen dem Lied, das Sie hier drinnen hören, und dem Lied, das Sie dann downloaden können, ist, dass hier immer dieses Audio Jungle dazwischen gesprochen wird nach ein paar Sekunden. Also das ist so ein, ich sage jetzt mal, ein akustisches Wasserzeichen, was hier mitgeliefert wird. Wenn Sie auf die Idee kommen würden, das illegal hier downzuladen, dann haben Sie immer dieses Wasserzeichen drinnen und das wird höchstwahrscheinlich auch YouTube mal bemerken und Ihren Account sperren. Also hier würde ich sehr vorsichtig sein. Ich zeige euch jetzt hier nicht mehrere Lieder her, die man hier hören könnte, weil ich habe da selber Angst, dass mir der Account gesperrt wird. Dafür ist mir der zu viel wert. Also hier kann man rumstöbern. Man muss hier auch, um sich die Lieder mal anhören zu können, gar keinen Account haben. Das kann man noch ohne Account. Also anhören kann man sich's. Wenn Sie dann etwas kaufen wollen, dann registrieren Sie sich hier einfach mit E-Mail-Adresse und Passwort, wie bei allen anderen Seiten auch. Und dann können Sie hier die Musik erwerben. Wenn Sie das gekauft haben, einen Titel, da bekommen Sie hier, das zeige ich Ihnen auch noch, in der E-Mail-Postfach diese Nachricht. Hi Benji Boy, danke für die Zahlung an Audio Jungle und ja, das hier ist die Seite, wo man es aufrufen kann. Da klickt man dann einfach drauf, dann kommt man zum Download-Bereich und dort kann man sich dann einfach seine Titel downloaden.
Ja, das war's zu Audio Jungle, kann ich nur sehr empfehlen. Hören Sie da mal rein, da finden Sie sicher professionelle Musik für Ihre Videos. Und ja, das war's von mir. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Irgendwo in diesem Video können Sie das mit nur einem Klick machen. Dann bekommen Sie immer die Updates von meinen neuen Videos. Und über ein Gefällt mir und einen Kommentar freue ich mich natürlich auch. Gut, das war's jetzt wirklich. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen. Einen kleinen Moment. Am Ende dieses Videos habe ich jetzt noch einen absoluten Leckerbissen. Ich zeige Ihnen nämlich meine Strategie, mit der ich seit Jahren regelmäßig bzw. täglich Interessenten und Kontakte für mein Business gewinne. Dieses System läuft, wenn es einmal aufgesetzt ist, völlig automatisch und funktioniert so präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Es ist der absolute Hammer. Es hat nichts mit Pay-per-Click oder Facebook-Werbung zu tun. Vergessen Sie das, diese Strategie kennen Sie höchstwahrscheinlich noch nicht. Das können Sie mir jetzt glauben oder nicht. Ich schlage Ihnen nur eines vor. Klicken Sie jetzt auf den Link unter diesem Video und Sie können sich sofort diese Strategie in Form eines kostenlosen Kurses, den ich selber erstellt habe, also jetzt auf den Link klicken und ja, dann einfach nur noch ansehen. Das war's von mir. Tun Sie das jetzt.